Da wir noch ein bisschen Zeit haben, bis der Demonstrationszug losgehen kann, freue ich mich, dass Gabriele Kubi noch zu uns sprechen wird. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Freunde, liebe Väter, liebe Mütter, liebe Kinder, liebe Familien, liebe Großeltern. Ich bin gerade vor 2 Minuten aufgefordert worden, hier noch zu sprechen. Also das ist aus dem Stegreif. Wenn wir einen Schritt zurücktreten und schauen, was in unserer Zeit passiert, dann sehen wir, dass das größte Problem unserer Gesellschaft das ist, dass unsere Geburtenraten so niedrig sind, dass wir eine aussterbende Gesellschaft sind, und das in fast allen Ländern Europas. Darauf müsste die Politik reagieren. Die Politik müsste die Familie fördern, denn die Familie, wie wir hier oft schon gehört haben, ist im Grundgesetz geschützt. Die Familie, und es gibt nur eine Familie, Vater, Mutter, Kinder. Ja! Liebe Freunde, alles andere, wo uns gesagt wird, es sind gleichwertige Formen der Familie, sind Zerfallsformen der Familie, hinter denen sehr viel Schmerz steht. Jeder Mensch, der weiß, der Scheidung erlebt hat, jeder Mensch, der aus einer Scheidungsfamilie kommt, weiß, wie groß der Schmerz ist. Und dieser Schmerz wird nicht mehr anerkannt bei den Kindern, wenn ihnen gesagt wird, das ist alles gleichwertig. Es ist nicht gleichwertig, es gibt nur eine Familie, und das ist Vater, Mutter, Kinder. Wir erwarten von unseren Politikern, dass sie das Leben schützen, dass sie Strukturen schaffen, in denen das Leben gedeihen kann. Und die Förderung, die systematische Förderung der Homosexualität ist keine Lebenspolitik. Sie fördert nicht die lebensfähigen Strukturen unserer Gesellschaft. Warum machen unsere Politiker nicht Politik für die Familie? Alle Zeichen deuten darauf hin, dass das brauchen wir. Das schafft gesunde Strukturen in einer Gesellschaft. Warum ist unser Staat hier, diese Regierung und weiß Gott nicht nur hier, in die Hände von Minderheiten gefallen und verschreibt sich den Interessen von Minderheiten anstatt den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung? Es wird Sie eine Zahl überraschen. Nach Eurostat, das ist das Statistische Amt der Europäischen Union, leben im Durchschnitt in Europa 74% der Kinder bei ihren verheirateten biologischen Eltern. Das ist eine sehr überraschende Zahl. Und für diese Mehrheit muss Politik gemacht werden. Umfragen zeigen, dass über 80% der jungen Menschen sich Familie vorstellen, und zwar die Familie als Erfüllung ihres Lebens. Warum machen wir nicht? Wir sind ihnen schuldig, ihnen zu zeigen, wie lebt man Familie. Warum werden in unsere Schulklassen Homopaare geschickt, die pubertierende Kinder antörnen sozusagen, ihnen sagen, probier's doch mal aus. Warum werden nicht Ehepaare in die Schulen geschickt, die sagen, so geht Familie? Wir erwarten von unseren Politikern, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Wir erwarten von einer Familienministerin, dass sie den Familien dient und nicht eine Homoflagge aufzieht. Auch noch tut gegen den Innenminister, dann schließlich musste sie klein beigeben. Warum wird nicht Politik für das Gemeinwohl gemacht? Das alles, es ist oft hier gesagt worden, bedeutet nicht einen Augenblick, dass wir nicht tolerant sind, wenn hier irgendein Homosexueller, Transgender oder sonst jemand ist, der mit mir gerne ins Wirtshaus gehen möchte. Ich gehe sofort und da halte mich gerne mit ihm. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem, aber auch diese Haltung nützt nichts. Ja, das wird uns keinerlei Ruhe verschaffen. Als Christen haben wir diese Haltung. Als Christen sind wir offen für unsere Mitmenschen, in welchen Sünden sie auch leben mögen. Und wir leben alle in Sünden. Aber es nützt nichts. Es soll die ganze Gesellschaft geändert werden. Die ganze Wertsystem dieser Gesellschaft wird im
der unsere Gegenwart zerstört. Wir sind hier viel, viel zu wenige. Es ist toll, dass wir da sind. Es ist toll, dass wir was beeinflussen. Aber es muss, wie bei unseren Freunden in Frankreich, eine Massenbewegung werden. Und dazu kann jeder Einzelne von uns hier beitragen. Und es... Die ganze Politik, die keineswegs nur in Baden-Württemberg läuft, sondern in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Hamburg, jede Schrift der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, jede einzelne Schrift hat das gleiche Programm. Homosexualisierung, Zerstörung der Wertebasis. Es ist absolut nicht nur ein baden-württembergisches Problem. Es konnte alles passieren, weil wir geschwiegen haben. Es konnte alles passieren, weil wir keinen Ärger gemacht haben. Und wir müssen Ärger machen, natürlich unter Respektierung der Gesetze, selbstverständlich. Aber es darf nicht mehr einfach lautlos weitergehen. Alle Väter hier, ich fordere Sie auf, gehen Sie in die Schulen. Fragen Sie, was passiert hier? Sagen Sie, mit meinen Kindern nicht. Und Sie werden sehen, dass allein die Tatsache, dass Sie Ihre Rechte in Anspruch nehmen, etwas verändern wird. Denn dieses ganze Programm läuft wie geschmiert, weil es lautlos passiert. Und es darf nicht mehr lautlos passieren. Seien wir uns klar, die Gegner scheinen stark. Ja, der Hass ist auf der anderen Seite, der Hass ist nicht auf unserer Seite. Das werden wir jetzt gleich erleben, wenn wir durch die Stadt gehen. Warum brauchen wir 900 Polizisten, die uns beschützen, wenn wir für Familienwerte eintreten? Es ist ein Wahnsinn, ja? Auf unserer Seite sind die starken Kräfte, nämlich die Vernunft, die Natur und Gott. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Gabriele Kubi. Ja, wir werden jetzt gleich den Zug formieren und werden dann durch, wie ich es eben schon gesagt habe, durch drei Zelltore durchgehen. Bitte achten Sie darauf, weil damit wir einfach sehen, wie viele wir wirklich sind. Wir möchten da eine richtige und genaue Zahl haben. Das ist